Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play XCOM, Enemy Unknown. Ja, wir werden jetzt einen Satelliten über Nigeria starten. Wo hier? Ich glaube mehr so hier, oder? Müsste mehr so hier sein. Auf jeden Fall hoffe ich damit, die Panik dort zu verringern. Leider ist ebenfalls in Russland und in Frankreich Panik ausgebrochen. Das heißt, wir werden Europa wohl verlieren, das ist schlecht. Warum ist die Alien-Basis jetzt da oben? War die nicht vorher unten in Südafrika? Nee, ich dachte, die wäre hier unten gewesen. Ja gut, dann ist sie halt jetzt über, also bei Grönland, ist auch okay. Irgendwo in Russland. Russland verlieren wir ja eh, was soll's. Oh Gott, Leute, wir sind so scheiße. Nein, ich bin scheiße, das stimmt ja. Ja gut, wir gucken einfach mal, was passiert. Für den Skelettanzug endlich kriegen. Ja, kriegen wir. So, neues Forschungsprojekt. Sehr gut, Forschungsbericht, Codename Rictus, Mai 2015, oh, wir sind schon im nächsten Jahr. Skelettanzug zur Herstellung verfügbar. Nach Durchsicht mehrerer Berichte von Soldaten nach den letzten Einsätzen sahen wir uns veranlasst, auf ihren Bedarf an einer mechanischen Servohilfe einzugehen, mit der sie auf dem Schlachtfeld auf oder über Hindernisse klettern können. Diese mittelschwere Rüstung wurde demnach mit dem Ziel entwickelt, durch den Einsatz von Alien-Legierungen, natürlich, wie soll es auch anders sein, Gewicht einzusparen, wo immer es möglich war. Trotz einer dünneren Panzerung ist der Schutz dank einer mehrlagigen Innenbeschichtung nicht schlechter geworden. Okay. Der Einbau eines pneumatischen Kletterhakens ermöglicht den Soldaten, sich bei Bedarf auf Objekten einen taktischen Höhenvorteil zu verschaffen. Okay, unser Sniper kriegt den. Die im Anzug integrierten Mikroservomotoren beschleunigen die Reflexe des Trägers und verbessern so die Chancen des Soldaten, gegnerischem Feuer auszuweichen. Außerdem vergrößern sie seinen Bewegungsradius. Alter, ist das krank! Der Skelettanzug ist unser erster Versuch, mittelschwere Panzerrüstung mit einem integrierten Kletterhaken zu verbinden, um im Gefecht auf Hindernisse klettern zu können. Ja, das ist schön. Illyrium. Ungewöhnliche Eigenschaften, Antimaterie zu erzeugen. Ah, unerschöpfliche Energiequelle. Ah, Leute. Das leichte Plasmagewehr dauert mir zu lange, das bringt's nicht. Das Jagdflugzeug können wir nicht machen, zu wenig Legierung. Ach, shit, die Plasmapistole dauert auch zu lange. Also wir machen Illyrium. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Wir haben 18 Wissenschaftler, oh Mann. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen die Technikabteilung, wir wollen gucken, wie viel das Skelettanzug uns kosten wird. Zu viel wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wir haben eine. Wir brauchen noch 9 Legierungen. Oh, Schissen. Das ist sehr, sehr schlecht. Ja, okay, das ist aber bessere Rüstung an sich. Na gut, mal gucken. Wir werden es dann anschauen, wenn es soweit ist, denn momentan bringt es alles nichts. Warte mal, irgendwas wollte ich noch machen. Wollen wir mal eine Einrichtung bauen? Wie viel kostet ein Labor? Zu viel. Super. Wir können ein Kraftwerk bauen, aber Kraftwerke bringen uns gar nichts. Gar nichts. Wirklich null. Niente nada. Denn, ne? Die bringen eindeutig mehr. Oh, 2 UFO-Energiequellen, 40 Legierungen. Alter, das kostet so viel, Alter, Verwandter. Nee, davon müssen wir auch noch eine bauen. Wir haben, finde ich, genug Energie. Hä? Wir haben doch genug Energie. Ach so, das Einzige, was wir genug haben. Ha! Und die müssen wir auch noch bauen. Die müssen wir unbedingt noch bauen. Ich denke mal, die machen wir einfach hier drunter oder so. Ja, muss. Gibt keine andere Möglichkeit, oder? Wir bauen sie hier hin. Aber ich will auf jeden Fall hier die Labore schon mal hinbauen. Wir könnten ja schon mal einen Aufzug hier hinbauen, oder? Das ist vielleicht zu weit jetzt gedacht. Das ist vielleicht jetzt schon zu weit. Vielleicht einfach nur mal was ausheben und gut ist. Wieso kostet das hier mehr und da weniger? Hä? Mag mir das mal einer erklären? Ach so, wegen den Aushubarbeiten. Ja gut, dann werden wir das hier einfach mal ausheben, denke ich. Geld muss man investieren. Ach nee, Spaß, komm Leute, wir sparen es. Eigentlich müssen wir lieber noch einen Satelliten holen, aber ja, das bringt es jetzt ja auch nicht. Okay Leute, wir gucken einfach weiter, was denn so passieren wird und wann ich wieder weinen kann. Oh Gott. Okay, Anfrage von China, ja, danke schön. Ihr mich auch. Aber wir kriegen 130 dafür, das wäre schon mal ganz gut. Viele Länder, die von dieser Krise betroffen sind, haben XCOM um Hilfe gebeten. Doch niemand war so hartnäckig wie die chinesische Regierung. Sie hätten gerne Zugang zu unserem Vorrat an Alien-Metalllegierungen in der Hoffnung, sie irgendwann nachbauen zu können. Sie rechnen fest damit, so wichtige Gebäude
verstärken zu können. Machst du sie recht fest, damit so wichtige Gebäude verstärkt sind. So, Komma. Damit, Komma, so. Eigentlich fehlt da ein Komma, oder? Naja. Egal. Ja, wir haben nicht so viele. Leider können wir euch das nicht geben. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Ja, will ich. So. Denn den werden wir jetzt einfach... Ich meine, wir haben keine Wahl. Obwohl, ich weiß immer noch nicht, ob das hilft. Das ist genau das Ding. Achso, das ist der offene Auftrag. Wenn es hilft, dann würde ich sofort einen in Frankreich oder Russland hinstellen. Sofort. Aber gut, wir warten jetzt. Weil das kriegen wir dennoch vor Ende des Monats hin. Ich meine, der Satellit dauert 4 Tage, hieß es. Das kriegen wir hin. Na, 5 Tage, wie es aussieht. Oder 6 Tage? Ja. Ist egal. Auf jeden Fall, ja, so um die 4 Tage. Das heißt, wir warten ab, wenn es funktioniert. Ansonsten setze ich ihn einfach in, also zu hier Nordamerika und dann ist gut. Oder irgendwo anders in Afrika, keine Ahnung. Na, gucken wir erstmal weiter. Satellitenabdeckung nun verfügbar über Kontagiri entdeckt. Ja, anscheinend hat es nicht geholfen in Nigeria. Gut, super. Wir haben einen Kundschafter gefunden. Wir schicken einfach mal die Sky Ranger los. Ne, Moment. Die Sky Ranger? Ich dachte, wir müssen das Ding erst abschießen. Umso besser, Leute. Dann kriegen wir richtig viel Legierung wieder. Das ist super. Okay, ja, das ist doch eine neue, schöne Mission, die wir machen müssen. Werden und tun sollen. Wo? Stalker ist wieder da. Sehr gut. Zulu ist da. Geil, geil, geil. Wir können ihm jetzt eine ordentliche Rüstung geben. Ich weiß noch nicht, ob wir das nicht lieber lassen sollten. Okay, wir nehmen Solo raus. Ne, wir nehmen nicht Solo raus. Was nehmen wir denn raus? Tombstone ist gut. Die könnten wir gebrauchen. Aber wir brauchen einen Pulsbogen. Ich bin geneigt, noch einen Pulsbogen zu kaufen, Leute, und ihr den zu geben. Unterstützung muss rein. Die gute muss. Thunder Lee, die muss auch drin bleiben. Wir könnten sie loswerden. Wir brauchen nämlich einen Rekruten. Ich muss unbedingt. Also wir müssen unbedingt Leute ausbilden. So, du kriegst das. Der Rest ist okay. Dann gehst du raus. Du bekommst jetzt den Pulsbogen, nur für den Fall, dass wir ihn brauchen. Wir holen Rekruten dazu. Wo ist denn der, den wir eben hatten? David. Der ist verwundet, das ist toll. Jeff Foxworthy. Paula Jones. Gabriela Guzman. Ach komm, nehmen wir mal einen Japaner mit. So, mein Freund. Warum hast du einen Pulsbogen dabei? Das ist super, dass du einen Pulsbogen dabei hast. Den brauchst du nur überhaupt nicht. Und zwar mal so gar nicht. Ja, ich will, dass er überlebt. Das auch schafft. So. Du kriegst keinen Pulsbogen, mein Freund. Nein, nein, nein. Dankeschön, dass du ihn mir wiedergegeben hast. Jetzt haben wir nämlich wieder einen. Die kann das Scope behalten, das ist gut. Der kriegt auch noch einen Scope, das ist auch gut. Das Treffsichere ist immer gut. Medikit, wir brauchen noch jemanden mit Medikit. Er hat ein Medikit, ist okay. Aber er braucht einen Scope. Wo kriegen wir jetzt einen Scope her? Geh weg. Wo ist der andere? Ich will ihm das Scope doch nur wegnehmen. Achso, das... Nee. Hatte der keinen Scope? Hab ich mir keinen Scope gegeben? Oh Gott. Aber irgendwer hatte doch hier noch einen Scope. Ich weiß nicht mehr, wer es war. War das sie? Ja, sie hat einen. Aber sie ist jetzt Soldat, deswegen gibt nichts mehr mit Mädel. So. Nix da. Nix da, nix da. Okay. So, Rekrut. Wir hatten Tadashi Aoki. Gut, du kriegst jetzt einen Scope. Das Einzige, was dir helfen kann. So. Gut, dann sind wir doch bereit, oder? Scope. Wir haben immer noch keinen. Ich brauche Legierung. Aber ich werde die Legierung erstmal in China abtreten, wenn. Weil das Geld gibt und Geld ist wichtiger erstmal. Okay, wir haben 2 Scharfschützen dabei, wir haben Unterstützer dabei, wir haben Sturm dabei und wir haben Schweren dabei und einen Rekruten. Na gut, das wird schon gehen, denke ich. Oh Leute, das kann wieder spannend werden. Oh Gott, vor allem stehen wir in weiter Prärie am Anfang. Die sind bester. Wir landen. Allerbester. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Schönes Bild.
Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Okay. Satellitendaten belegen, dass ein UFO gelandet ist. Die Wahrscheinlichkeit für gegnerische Aktivität ist sehr hoch. Stellen Sie sich auf eine komplette Raumschiffbesatzung als Gegner ein. Und da die skalieren, mit dem, was wir erforschen anscheinend, sind es jetzt viel mehr als sonst. Finden und neutralisieren Sie alle gegnerischen Einheiten, finden Sie das UFO und verschaffen Sie sich Zutritt. Anstatt dass es mal einfacher wird, wenn man was erforscht. So ein bisschen wenigstens. Nein! Es kommen dann einfach viel mehr Gegner, dann haben wir Fratzengeballer. Verdammte Drecksau. Ich meine, es ist gut, wenn viele Gegner da sind, dann können wir auch viel Erfahrung gewinnen. Aber wir können auch ganz schnell umzingelt und getötet werden, allesamt. Wie sie immer grimmige Gesichter machen, wenn sie da rausrennen. Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbitterten Widerstand. Wir können auch evakuieren hier, oder? Das wäre ja cool. Okay, Leute. Obligatorisch. Ihr wisst es. Ne? Ihr kennt das. So. Kennt das Spielchen. Vor allem, wenn der Speicherstand korrupt wird, ist es ziemlich kegge. So. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist ja blöd. Erstmal den Scharfschützen in eine erhöhte Position bringen. So. Der wäre da oben gut safe. Das ist schon mal schön. Ist doch schon mal schön, so. Machen wir. Nimmst du dein Präzisionsgewehr, dein Pistölchen, du bist ja gut da drin. Dann nehmen wir den anderen Scharfschützen und setzen den natürlich nicht dahin, wo er hin soll, weil doof. Ach, weißt du was, wenn du eh warten musst, dann kannst du auch hier hin. Bist du wenigstens in guter Deckung. Bitte lass mich keinen Gegner treffen. Lass sie zu mir kommen, das ist immer besser. Okay. Tombstone. Warum hat sie hier keine Deckung? Leute, wollt ihr mich hier echt rollen? Da ist doch eine Deckung, das sehe ich doch. Mindestens eine halbe Deckung. Oh Mann. Ja, dann muss sie hier hin. Da bleibt nicht viel übrig. Okay. Heuleli, mein Schatz. Dann gehst du hier hin. Ein bisschen erhöhte Position ist auch immer gut. Ja, kannst du noch Feldposten machen, das ist super. Okay. Ja, komm. An die Front, wo du hingehörst, du Frontschwein. So. Nein, das war jetzt nichts gegen Japaner, sondern, ne, einfach nur, weil er ein Soldat ist. So. Ja, komm, Mädel. Ist auch gut. So spannend. Keine Musik, nichts. Stille und ganz viel Alien-Aktivität. Oh Gott. Nö, Leute, wir warten mal eine Runde. Wir warten einfach mal eine Runde. Und gucken mal, was passiert. Wenn unsere Freunde hier... Jawohl, der kann noch ein Stück weiter. Das wäre sogar sehr gut. Der kann eh mit Pistolen gut umgehen. Dank seinem Opportunisten, glaube ich, was. Warum hat er eigentlich keine... Sag mir nicht... Nein, der hat eine normale Pistole. Ihr wollt mich doch verarschen. Hast du gehört? Leute, das kann doch nicht sein. Warum hat er eine normale Pistole in der Hand? Der hat echt eine normale... Ich könnte so reiern. Okay. Ja, das Dumme ist, ich weiß jetzt nicht, wie weit das hier geht und wo das Raumschiff anfängt. Ja, und hier ist dieser kleine Baumstumpf im Weg. Ah, Leute. Könnten wir noch ein Stück vorziehen. Sorry, ich bin gegen das Mikro gekommen. Ein bisschen hier das Mikro. So, ein Stück vom Mund weg. Noch mehr, so. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Oder am dümmsten? Komm. Du brauchst eine gute Feuerposition. Wenn du die hast, dann reißt du hier alles weg. Dann zerreißt du hier alle. Ja, ich will die gar nicht bewegen weiter. Ich will nicht. Ihr bleibt, Leute, ihr bleibt. Schön zusammen. Nein, du nimmst jetzt endlich mal eine ordentliche Waffe. Ihr bleibt, Leute, ihr bleibt. Und wartet, bis die Gegner kommen. Vielleicht kommt ja jemand. Natürlich nicht. Wir müssen natürlich weiter vorrücken. Ach, das ist so zum Kotzen. Vor allem, weil hier keine Deckung mehr existiert. Keine. Und ich will hier nicht die Mitte freilassen. Das wäre sehr... Ja, das wäre mir uncomfortable. So einfach. Das wäre echt sehr fies.
wird. Da kann ich nicht vorrücken, weil der Baum Schisse steht. Aber hier kann ich ihn vorrücken. Sie ist ja gedeckt durch den Scharfschützen. Sogar durch zwei. Von daher... Hey Leute, wie soll doch irgendwo ein UFO sein? Wie groß ist denn diese Karte, bitte? Das kann ja wohl nicht angehen, ey. Wie groß ist die? Da fliegen die Vögelchen weg. Erinnert mich an Thief. Sehr gutes Spiel. Gefällt mir vom Zuschauen zumindest. Ich habe leider noch nicht spielen können. Ich habe kein Geld. Dass ich mir den DLC geholt habe, war eigentlich schon doof. Aber naja, ne, was macht man nicht alles für euch, Leute? Gut, ich hätte halt gedacht, man kann jetzt auch spielen, aber naja, ne, wie gewonnen sozusagen. So, der Part ist auch schon gleich wieder rum. Wir haben noch nichts gesehen hier, wir schleichen nur hier rum. Was soll denn das? Der Scharfschütze muss unbedingt in guter Position sein. Unbedingt. Die Position ist nicht so gut. Die hier dagegen schon. Ja, komm. Da kommen wir. Nein! Nein. Ich meine, er ist in Deckung, aber die kommen einfach hier rumgeflogen und machen fertig. Und das ist der Einzige da oben. Oh, das war dumm. Das war dumm. Er kann ihn decken, das ist schon mal gut. Aber sie nicht wirklich. Hier kann die Leute ja nicht mehr sehen. Ich könnte sie nur hier runterbringen. Aber... Vielleicht ein bisschen Glück. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay, dann gehen wir hier hin. Kannst du es aber nicht. Versuchen wir es halt. Hoffen wir, dass das funktionieren wird. Er kann doch. Er hat doch eine Visier. Wieso geht das nicht? Jo, ach so. Er sieht den nur, oder was? Ach nee, warte mal mit der Pistole. Vielleicht jetzt. Yes! Brauchen wir keinen Crit, er muss nur treffen. Ja toll, er schießt sie durch den Baum und dann trifft er gar nichts. Boss! Oh, wie geil ist das denn? 9er Crit. Zurückzug? Ja komm, bitte mach Rückzug. Ja, das ist schön. So mag ich euch. So finde ich euch total super, total töfte. So seid ihr richtig klasse, Leute. So seid ihr richtig cool drauf. Wir werden erstmal hier verschanzen, weiter. Jetzt keinen mehr sehen, okay. Aber er kann nochmal Deckung geben. Du auch. Und du haust den jetzt sowas von weg. Ja, ey Leute, 100% Trefferchance. Wie geil. Wie geil ist das denn? Aber, ich mache einfach mal einen fiesen Cut, ne? Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Action gesehen, leider nicht genug, ich weiß, aber nächste Folge, Leute. Nächste Folge, seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall auch. Wirklich. Verdammt, diese Missionen sind so heftig. Ich weiß nicht, was hier noch auf uns lauert. Wenn Chrysaliden kommen, dann schrei ich wie ein Mädchen. Das geht nicht. Nee. Okay, Leute. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vergesst es bitte nicht, auch mal eine Bewertung abzugeben. Das hilft mir sehr und hilft gegen Hater. Die ich jetzt auch mittlerweile schon kriege. Das ist super. Freut man sich. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiedersehen bei Let's Play XCOM. Enemy unknown.